Also wer mich noch nicht kennt, ich predige gerne alltagstauglich. Und ich war sehr überrascht, als ich mich mit dem Thema des Heiligen Geistes beschäftigt habe. Das mache ich öfters, aber ich lebe auch in ihm und liebe es, mit ihm unterwegs zu sein. Sind mir so viele Bibelstellen in die Hand gefallen, wo ich dachte, genau, mit die werde ich heute mit euch teilen. Ich werde heute einen kleinen Crashkurs mit euch machen, nur einen kleinen. Und werde euch beweisen, wie wichtig das ist, mein Herzensanliegen, dass die Bibel alltagstauglich wird in deinem und in meinem Leben. Der Heilige Geist ist alltagstauglich, wisst ihr das? Boah, und ich sag euch, je mehr ich mit ihm unterwegs bin, desto mehr bin ich überrascht von all den Dingen, die der Heilige Geist mit uns vorhat. Der Heilige Geist ist in jedem von uns, in jedem. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlösung angenommen hast, lebt der Geist Gottes, Jesus Christus und der Vater in dir. Ob jetzt der Heilige Geist auf dir liegt, das ist nochmal eine andere Frage. Weil den Heiligen Geist auf uns, den empfängst du, wenn du in der Taufe des Heiligen Geistes getauft worden bist. So, ich beginne mit einer kleinen Geschichte. Die hat mich sehr amüsiert. Ich fand das so richtig cool. Viele Jahre ist es her. In einer Dorfschule hatte sich der Schulinspektor angemeldet. Es war früher, wenn sich dann die Direktoren angemeldet haben, das war für die Lehrer oft nicht so einfach. Mit Sicherheit war anzunehmen, dass er auch die drei Glaubensartikel abhören wollte. Lehrer und Kinder waren wegen dieses Besuches etwas aufgeregt. Um auf alle Fälle vorbereitet zu sein, hatte der Lehrer vorsorglich drei Kinder bestimmt, die sich melden sollten, wenn der Schulinspektor nach den Arbeiten fragen würde. Der Tag der Prüfung kam. Auch das Glaubensbekenntnis kam an die Reihe. Ohne Fehler sagten zwei Mädchen den ersten und den zweiten Artikel auf. Nun, beim dritten Artikel meldete sich niemand. Der Blick des Prüfers ging über die ganze Klasse. Die Kinder saßen stumm da. Endlich meldete sich ein Mädchen und sagte schüchtern: Der Junge, der an den Heiligen Geist glaubt, der fehlt heute. Wie peinlich war das für diesen Lehrer. Aber wisst ihr, warum mich diese Geschichte so angesprochen hat? Glaubst du an den Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist die Person wie Jesus und wie der Vater. Warum haben oft die Menschen Angst zu sagen, oh, ich bin mal lieber etwas vorsichtig? Nicht immer hat, wenn wir mit dem Heiligen Geist zu tun haben, hat das mit Manifestationen oder sowas zu tun. Wichtig ist, dass der Heilige Geist in meinem Herzen ist und dass ich durch den Heiligen Geist sprechen lasse. Versteht ihr, was ich meine? Der Heilige Geist, der ist ja unsichtbar und ich erlebe in ganz vielen Dingen, wo ich denke, boah, das kann nur der Heilige Geist gewesen sein, das wäre nicht aus mir gekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und der Heilige Geist hat ja ganz viele Facetten. Und da möchte ich heute einen kleinen Crashkurs mit euch machen. Denn der Geist bewirkt neues Leben. Haben wir vorhin gesungen. Wo steht das? Jesaja 44, Vers 3. Ich werde Wasser auf Durstige ausschütten. Das trockene Land mit Bächen bewässern. Wo ist es heute Morgen trocken bei dir? Wo brauchst du frisches Wasser? Wo brauchst du den Strom? Wo brauchst du die Quelle des Heiligen Geistes? Und ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meine Segen über deine Kinder ausgießen. Wow, wie genial ist das denn? Und die Kinder sind nicht nur die kleinen Kinder, du bist Kind Gottes.
Also der Geist Gottes wirbt um dich und er möchte ganz neu heute dich sich ausgießen über dir. Möchtest du das auch? Ich brauche immer wieder Wasser. Ich brauche immer wieder Frische. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, der natürliche Mensch, der dazu nicht fähig ist. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Johannes 6, Vers 63. Also, die Worte, die der Heilige Geist heute zu euch reden möchte, ist Geist und Leben. Leben. Da, wo du dich heute tot fühlst, möchte der Heilige Geist dich lebendig machen. Wo fühlst du dich gerade nicht so lebendig? Und genau da möchte heute der Heilige Geist reinkommen. Der Geist schenkt uns ein neues Herz. Weiß es nicht, mir geht es oft so, ich bin gerade durch sehr, sehr viele Krisenzeiten gegangen und mein wichtigstes Gebet in diesen Krisenzeiten war immer, aus Sprüche 4, bewahre mein Herz. Wisst ihr, wenn man in so Krisenzeiten steckt, steht man so in der Gefahr, dass das Herz bitter wird, dass man in Unvergebenheit geht. Und wenn ich bete, bewahre mein Herz, dann weiß ich, dass die Liebe des Vaters mein Herz schützt, dass der Geist Gottes mein Herz schützt, weil ich möchte nicht, dass Bitterkeit und Unvergebenheit in mein Leben kommt. Und in Hesekiel 36 steht, und ich werde, also nicht, es könnte sein, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Ich will dir ein neues Herz schenken und ich will dir einen neuen Geist schenken. Wisst ihr was? Der Heilige Geist ist jeden Tag neu. Wir brauchen uns nicht mit der verbrauchten Gnade abzugeben, sondern jeden Tag neu. Praktizierst du das in deinem Alltag? Darf dieses Wort alltagstauglich werden, dass du ihm dein Herz hinhältst und sagst, Jesus, hier ist mein Herz. Heute ist nicht mein Tag gewesen, aber ich weiß, ich bekomme Gnade von dir. Schenk mir ein neues Herz. Und dann hat Jesus und der Heilige Geist die Möglichkeit, wieder neu in mein Herz Einzug zu halten, um Dinge mit anderen Augen zu sehen. Der Heilige Geist erfüllt uns mit der Liebe des Vaters. Das könnt ihr nachlesen in Lukas 3. Jesus wurde getauft, er stand auf, der Himmel machte sich auf. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn du getauft bist, du bist Kind Gottes. Du bist geliebte Tochter, du bist geliebter Sohn. Was für eine geniale Botschaft. Lebst du als geliebter Sohn und lebst du als geliebte Tochter? Geliebt, nicht verachtet, nicht verschmäht, sondern geliebt, weil du jeden Tag neu Vergebung empfangen darfst. In Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich möchte dich mal ermutigen, in der stillen Zeit dem Vater mal euer Herz hinzuhalten und dich zu fragen, wie viel Liebe ist von dir denn da drinne? Die Liebe ist ausgegossen. Also, wenn ich zum Beispiel im Garten Blumen gieße, dann nehme ich so eine Tülle dran, damit das nicht so einen Schwapp macht und alles wegfließt. Für mich heißt ausgegossen, der Heilige Geist kommt und gießt es aus über mich. Ich brauche nicht nur zwei Tropfen, ich brauche alles. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gebe mich nicht mit zwei Tropfen zufrieden. Wenn ich Durst habe, brauche ich ein großes Glas Wasser, um meinen Durst zu stillen. Ausgegossen. Da steht nicht, ich gebe euch mal so ein bisschen davon und so ein bisschen davon. Nein, die Liebe des Vaters ist ausgegossen über seine geliebten Kinder. Was brauchen wir noch mehr? Ich finde das hammermäßig. Wenn du darin in deinem Alltag lebst, und dieser Bibelvers immer wieder neu in deinem Geist lebendig ist.
Ich sage euch eins, euer Alltag wird sich verändern. Wenn ich all meine Krisensituationen nicht aus der Liebe des Vaters anschauen könnte, ich würde heute hier nicht mehr stehen. Davon bin ich 100% überzeugt. Die Liebe ist genau das, was uns in Einheit führt. Führt auch dazu, dass wir Buße tun dürfen, dass wir um Vergebung bitten dürfen. Das ist alles keine Frage. Aber in erster Linie soll uns die Liebe dazu treiben, in die Einheit zu kommen und nichts anderes. Und diese Liebe ist schon ausgegossen. Macht euch das mal bewusst. Sie ist ausgegossen. Möchtest du das? Der Heilige Geist ist die Präsenz Jesus in uns. Ist dir bewusst, dass Jesus Christus in dir lebt? In dir. Ich finde das immer wieder. Alleine diese Vorstellung, boah, mein Jesus, mein Heiliger Geist, mein Papa, die leben in mir. Wie genial ist das denn? Das heißt, die gehen immer mit mir. Ich finde das cool, ich brauche gar keine Angst zu haben, sie zu verlieren. Es sei denn, ich entscheide mich dagegen. Aber Martina, wenn ich jetzt zu dir komme, dann wirst du automatisch mit der Gegenwart Gottes involviert, weil sie ja in mir leben. Dann kommt deine Gegenwart noch, boah, das gibt doch was. Das gibt Feuer, oder? Ja, ihr Lieben, macht euch das bewusst. Wenn ihr mit den Verlorenen unterwegs seid, seid euch gewiss, sie werden mit der Herrlichkeit Gottes angestrahlt, auch wenn du das gar nicht merkst. Und das ist ja das Schöne an der Sache. Ich merke das oft gar nicht, aber ich merke dann, wie der Geist Gottes sagt, Petra, und jetzt ein Wort und wir sind mitten im Thema drin. Versteht ihr, was ich meine? Hier geht es nicht nur darum, den Menschen die Bibel um die Ohren zu schlagen, sondern lasst uns dieses Wort, diese Worte, lasst sie uns in unseren Alltag hineinbringen. Er wird euch lehren. Und das ist ein cooler Bibelvers, Johannes 14, Vers 26. Er wird euch lehren, also der Heilige Geist wird euch lehren und uns an alles erinnern, was er uns schon gesagt hat. Also wisst ihr was, ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben, wenn ihr in irgendein Gespräch reingeht. Der Heilige Geist macht das schon. Ich bin in vielen Gesprächen schon gewesen, wo ich gedacht habe, keine Ahnung, wie das werden soll. Und klopft der Heilige Geist mir auf die Schulter und sagt, wir beide machen das schon. Manchmal darf ich predigen, da weiß ich manchmal gar nicht, was soll ich eigentlich sagen. Kommt der Heilige Geist, Petra, wir beide machen das schon. Ja, wir beide machen das, weil mein Herzenswunsch ist, dass der Heilige Geist zu euch spricht. Ich spreche nicht zu euch, sondern der Heilige Geist fließt durch mich zu euch. Und da möchte ich dran erinnert werden, was du gerade brauchst. Ihr seid alle so verschieden. Ich weiß nicht, was du brauchst, aber der Heilige Geist weiß es. Und ich hoffe und ich bete und ich vertraue dem Heiligen Geist, dass für jeden heute was dabei ist. Johannes 16, Vers 14. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Und in 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ich liebe diesen Vers. Der Geist Gottes lebt in mir. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe nicht immer so danach gelebt. Es gab viele, viele Jahre in meinem Leben, wo ich meinen Körper nicht geliebt habe. Und ich konnte mit dem Bibelvers auch gar nicht viel anfangen. Tempel des Heiligen Geistes, ja, okay. Aber ich bin einen Prozess mit meinem Papa gegangen, der gesagt hat, Petra, ich möchte Wohnung nehmen in dir. Überlässt du mir alle Räumlichkeiten? Ich möchte nicht nur in die Küche oder ins Wohnzimmer. Ich möchte auch in den Keller oder auf den Dachboden. Mein Geist soll sich ausbreiten in dir. Und genauso wie du bist, so habe ich dich geschaffen. Ohne Wenn und Aber. Deswegen lade den Geist Gottes ein. Und es ist ein Weg. Es ist ein Weg. Wir empfangen und wir dürfen laufen in dem. Ich fand es interessant, als Jesus in den Himmel gefahren ist,
hat er ja gesagt, ich lasse euch den Heiligen Geist zurück. Und dann sind 10 Tage vergangen, bis dann tatsächlich der Heilige Geist auf die Jünger gefallen ist. Das heißt, wir dürfen auch warten. Wir dürfen warten. Ich kann nicht sagen, okay, bumm, und dann alles gut. Ja, warten, hören, gehen. Die Geschichte habe ich euch schon mal erzählt. Ich möchte euch ermutigen, der Geist Gottes, der tut es so, wie er es will. Und er hat den richtigen Zeitpunkt. Ich habe eine Geschichte gelesen, da wollte ein Mann die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und er hat für sich beten lassen, hat aber nichts gespürt. Und der Mann, der für ihn gebetet hat, hat dann gesagt, du, bleib dran. Du musst nichts spüren. Das hat nicht immer nur was mit Gefühlen zu tun. Der Geist Gottes ist eine Person. Klar freue ich mich, wenn ich auch mal ein schönes Gefühl habe, aber lasst uns mit dem Heiligen Geist leben. Und dann hat der Mann, der gebetet hat, gesagt, du, wir warten jetzt einfach. Lass uns warten. Der Geist Gottes ist da. Und ich fand das interessant, dass die Jünger 10 Tage warten mussten. Fand ich toll. Und sie haben gewartet. Sie haben gewartet. Also muss euch echt sagen, da finde ich richtig gut. Die sind nicht davongelaufen. Der Heilige Geist schenkt dir innere Gewissheit. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das ein ganz wichtiger Bibelvers, weil viele Kinder Gottes wissen nicht, dass sie Kinder Gottes sind. Ich spüre die Sehnsucht unseres himmlischen Vaters, der sich nach seinen Kindern sehnt. Er sehnt sich nicht nach deinem Dienst. Er sehnt sich nicht nach deiner Leistung. Er sehnt sich nach Intimität mit dir. Und das wünsche ich mir, dass der Geist Gottes hier noch mehr Zeugnis in dir hineinlegt, dass du Kind Gottes bist. Und wir dürfen hier als Kinder Gottes leben. Wirklich, das ist mir so ein wichtiges Anliegen geworden, weil ich spüre die Sehnsucht von unserem Vater. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich so Zeiten, da denke ich, das schüttelt manchmal so den Kopf und sagt, was machen sie denn da? Ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp. Aber wisst ihr, ich spüre in meinem Geist, wie die Sehnsucht des Vaters sich so nach uns ausstreckt. Er sehnt sich nicht nach meinem Dienst oder nach meiner Leistung. Dein Herz ist ihm wichtig. Du bist ihm wichtig, weil er dich so geschaffen hat, wie du bist. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. 1. Johannes 4, Vers 13. Wir haben Anteil. Ist doch cool, ne? Wir sind Kinder Gottes. Und wenn du Kind bist, bist du Erbe. Normal, ne? Und wisst ihr was? Uns steht das gesamte Himmelreich zur Verfügung. Das ist unser Erbe. Leben wir in diesem Reichtum des Himmels? Puh. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen von einem Mann, der gestorben ist, der ganz armselig gelebt hat. Und beim Auflösen der Wohnung hat man eine Schatzkiste gefunden. Da waren über Tausende von Euro Briefmarken drin, die er hätte verkaufen können, um ein angenehmes Leben führen zu können. Weißt du, was für einen Schatz du hast? Lebst du in diesem Schatz? Ist dir bewusst, dass der Reichtum des Himmels dir komplett zur Verfügung steht? Komplett? Bist du dir bewusst, dass der Himmel immer offen ist über dir? Warum? Weil du Kind Gottes bist. Ganz einfach. Du bist die Erbin. Du bist der Erbe des gesamten Himmelreichs. Und im Himmel ist für dich schon alles vorbereitet, was du brauchst. Und mehr denn je wünsche ich mir, dass diese Verse aus dem Wort Gottes, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir keine Angst haben brauchen, mehr denn je in unserem Alltag wirklich groß wird. Wir können entspannt in Leichtigkeit leben, weil wir Kinder Gottes sind.
Jesus verspricht uns die Kraft seines Geistes. Ich liebe es. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, ihr werdet die Kraft empfangen. Nicht, es könnte sein, sondern ihr werdet es. Die Auferstehungskraft, die neues Leben schafft, sie lebt in dir und in mir. Halleluja, wie genial ist das denn? Ich finde das der Hammer. Und wenn du dir das jeden Tag neu bewusst machst, könnten wir doch eigentlich in Leichtigkeit durch den Alltag gehen, oder? Ja, wenn ich mir das mal so vorstelle, wenn ich mir immer wieder bewusst mache, die Auferstehungskraft und der Geist Gottes, ja, der lebt in uns. Und hier steht, dass wir, und er wird uns dazu befähigen, der Geist Gottes, die Kraft Gottes wird uns befähigen, auf dieser Erde zu leben und die Dinge zu tun, zu denen er uns beauftragt hat. Boah, ich finde das mega cool. Also, wenn du heute schwach bist, dann weiß ich, dass die Kraft Gottes neu auf dich fallen darf. Wenn du nicht spürst, dass die Auferstehungskraft in dir lebt, dann sei dir gewiss, sie wird heute für dich freigesetzt werden. Der Heilige Geist beschenkt uns mit seinen Gaben. Da gibt es ja ganz viele, über die spreche ich jetzt aber nicht, keine Angst. Er gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Er gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur einen Gott. Und er bewirkt alles in uns. Wenn du noch nicht weißt, in welchen Gaben du lebst, dann möchte ich dich ermutigen, bete drüber. Gott hat für jeden was. Und er zeigt dir das. Hundertprozentig. Aber sei dir gewiss, das geht nur durch den Heiligen Geist. Durch nichts anderes. Und der Geist Gottes, diese Kraft, die wirkt in dir und in mir. Genauso wie die Auferstehungskraft von Jesus Christus in dir und in mir lebt. Der Heilige Geist bewirkt prophetische Rede. Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und er und der Herr seinen Geist über sie fließen ließe. Das steht in 4. Mose. Und in 1. Korinther steht, wenn ihr zusammenkommt, tragt jeder dazu etwas bei. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung. Und ich empfinde, ihr Lieben, das sollten wir viel, viel mehr praktizieren. Lasst uns aus dem Himmel empfangen. Lasst uns empfangen, was der Geist Gottes sagen möchte. Wir hatten am Freitag Lobpreisgottesdienst und da hatte der Gerd den Eindruck, er soll für Hals-Nasen-Ohren-Geschichten beten. Da kamen tatsächlich Leute nach vorne, die hatten was mit den Ohren, was mit der Nase. Halleluja, wie genial ist denn so eine Offenbarung? Glaubst du noch an die Wunder? Glaubst du daran, dass Gott dir Dinge offenbart, du gibst es weiter und dann macht's Bäm? Oh, Gott, das kannst du? Ja, Gott kann. Bei ihm ist alles möglich. Auch Wunder sind heute noch möglich. Hundertprozentig. Gott verspricht uns seinen Beistand. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Hast du noch Angst in deinem Leben? Fürchtet euch nicht. Steht über 300 Mal in der Bibel. Gott weiß schon, warum er das da reingeschrieben hat. Das ist nämlich die größte Waffe vom Feind, uns Angst zu machen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, mal darüber nachzudenken, wo du noch Angst hast. Der Heilige Geist möchte dich heute ermutigen und sagen, mein Geist ist in dir. Fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin doch da. Wovor hast du Angst? Ich bin doch da. Und ich liebe diesen Vers aus Sacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Ist das nicht entspannt? Ich brauche nicht viel Heer oder Kraft, ich brauche nur seinen Geist. Und da sein Geist in mir lebt, ist es doch leicht, oder? Ist es doch in Leichtigkeit, da muss ich nicht irgendwie kämpfen und machen und tun.
ich muss euch sagen, das ist in meinen Krisenzeiten lebendig geworden. Ich bin da noch nicht durch, aber ich spüre, wie der Geist wirklich hier für mich den Kampf eingeht. Wichtig ist, dass du es ihm loslässt. Ich habe gesagt, du darfst es machen, Geist Gottes. Ich erlaube es dir. Und ich werde dir auch nicht ins Handwerk pushen. Und da fällt mir warten manchmal ganz schön schwer. Also wer mein Temperament kennt, der kann sich das vielleicht vorstellen. Da fällt mir manchmal warten sehr schwer. Aber ich bin ja so dankbar, dann tippt der Heilige Geist mir auf die Schulter und sagt, Petra, die Zeit ist noch nicht gekommen, mach mal langsam. Entspann dich. Und dann merke ich, wie er mir neu Leichtigkeit gibt. Abgeben, entspann dich, die Zeit ist noch nicht da. Aber wenn meine Zeit gekommen ist, dann komme ich mit Kraft. Und dann wirst du sehen, wie Dinge sich ändern und anders werden. Ist das nicht genial? Boah, das entspannt mich, ehrlich. Das bringt mir auch immer wieder diesen Vers in, aus Epheser. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Wenn du angetackert wirst, wenn irgendwas ist, Gesundheit, dann möchte ich euch ermutigen, betet diesen Vers. Es ist so oft, dass es gar nicht die Person ist, die dich gerade hier niedermacht, sondern hier will der Teufel was verursachen. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit den Mächten der Finsternis. Und die dürfen wir nicht unterschätzen. Aber wir haben den Geist in uns, ihr Lieben. Und wisst ihr, was das Coole ist an der Sache? Der Geist gibt mir die Unterscheidung. Und ich kann aufstehen und sagen, und in Jesu Namen, stopp. Ich werde hier den Heiligen Geist wirken lassen und mich nicht auf dieses Fleisch und Blut einlassen. Versteht ihr, was ich meine? Das macht den Unterschied. Und wisst ihr, was ich ganz genial finde, dass der Heilige Geist eine Beziehung zu uns sucht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gemeinschaft des Geistes. Gemeinschaft heißt Beziehung. Ist dir bewusst, dass der Heilige Geist eine Beziehung mit dir möchte? Beziehung ist etwas, hat was mit Nähe zu tun. Darf der Heilige Geist nahe kommen? Darf er dir begegnen? Darf er dich vielleicht auch mal zum Lachen bringen? Und alles so Sachen. Aber Leute, lasst uns daran nicht festhalten, sondern wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, das zu tun, was er gerade möchte, dann kann es nur gut sein. Versteht ihr, was ich meine? Dann gibt es gar nichts anderes. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist stillt unsere tiefste Sehnsucht. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren die Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Johannes 7, 37 bis 39. Bist du dir bewusst, dass aus dir Ströme lebendigen Wassers fließen? Ich finde das so cool. Die Ströme, die fließen gleich zu den anderen, die Durst haben, dass sie schöpfen können. Wisst ihr, wenn wir das so in Einheit miteinander leben, ich muss euch sagen, ich bin total begeistert. Und in Galater 5, Vers 25 steht, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Und darum sollen wir ganz neu uns von ihm bestimmen lassen. Ganz neu. Sehnst du dich danach? Ist das etwas, wo du heute denkst, ja, könnten wir das mal machen? Ich weiß es nicht, wie es dir damit geht. Aber ich weiß eins, dass die Sehnsucht vom Vater, dass wir seine Kinder sind und als seine Kinder leben, und ich spüre auch die Sehnsucht des Heiligen Geistes, der sie mehr in seinen Kindern lagern möchte. Wir leben in einer Zeit, wo wir mehr denn je den Heiligen Geist brauchen, damit wir wissen, was wir zu tun haben. Wir brauchen den Heiligen Geist.
mehr denn je. Deswegen, ich muss euch sagen, ich muss ihn nicht jeden Tag einladen. Er lebt ja in mir und ich sage, aus Gottes, ohne dich will ich überhaupt nichts tun. Kannst du ihn so mit in deinen Alltag mit einbeziehen? Und dann, wenn eben Dinge kommen, wisst ihr, wir kommen in dieser Welt gerade immer wieder unter Druck. Und dann sieht man, was ist in uns drinne. Wenn wir unter Druck kommen, kommt das raus, was in unserem Herzen ist. Und wenn du den Heiligen Geist in deinem Herzen hast, wenn du die Liebe des Vaters in deinem Herzen hast, die Auferstehungskraft von Jesus Christus, da kann doch nur Gutes rauskommen, auch wenn du unter Druck kommst. Weil sie sind unser Beistand, sie sind unser Tröster. Ich weiß es nicht, ob du das schon erlebt hast, dass der Heilige Geist dein Tröster ist. Ich habe das jetzt vor kurzem erlebt, als mein Vater gestorben ist. Diese übernatürliche Kraft und diesen übernatürlichen Frieden hätte ich nie für möglich gehalten. Der ist gerade zu einer Zeit gestorben, wo es eigentlich für mich unpässlich war. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich gerade ganz woanders am Ende von Deutschland war. Aber wisst ihr, dann zu erleben, wie der Heilige Geist kommt mit seinem Trost und seinen Frieden auf dich legt, wie genial ist das denn? Und das können wir in all unseren Lebenssituationen, können wir das erleben. Wir müssen es nur tun. Und nicht nur am Sonntag hören. Lasst es uns umsetzen. Ich sehne mich so danach, dass wir gemeinsam, dass wir Geschwister zusammen aufstehen, um in dem zu laufen, was der Vater für uns vorbereitet hat. Ich sehne mich so nach diesen geistlichen Durchbrüchen. Ich sehne mich nicht nach Manifestationen, darum geht es in keinster Form. Ich sehne mich danach, dass das Wort Gottes lebendig wird unter uns. Es muss lebendig werden, unbedingt. Das begeistert mich. Es ist für mich ganz wichtig, dass wir wissen, Gottes Kraft, er ist Ermutiger, Ertröster, erinnert es. Er ist der Atem Gottes. Atme aus und atme den Geist ein. Der Atem Gottes. Was passiert, wenn du keinen Atem mehr hast? Bist du tot. Ja, oder? Also da brauche ich keine Krankenschwester zu sein. Wer nicht mehr atmet, ist tot, oder? Was passiert, wenn du den Atem Gottes nicht hast? Da fehlt dir eine ganz große Geschichte. Ich möchte eure Herzen begeistern heute Morgen. Ich möchte eine neue Sehnsucht in dich hineinlegen. Oder der Heilige Geist möchte eine neue Sehnsucht in dich hineinlegen, dass du ihn mit in deinen Alltag nimmst. Wisst ihr, der Heilige Geist auf uns ist nochmal eine andere Dimension und er möchte, dass das Feuer brennt. Wisst ihr, wir haben früher mit Feuer nur mit Holz geheizt. Im Sommer war das oft ganz schön schwierig. Wisst ihr warum? Wenn wir nicht geheizt haben, hatten wir halt kaltes Wasser. Also, wenn du mit Feuer heizt, was musst du machen? Du musst auflegen. Wenn du vergisst, wir haben oft im Sommer vergessen, wir haben Feuer gemacht, haben vergessen aufzulegen und Dusche kalt. Ich dusche nicht gern kalt. Das Feuer Gottes brennt, legst du es immer wieder auf? Und wenn du spürst, dass es ausgeht, dann leg es auf. Geh zu deinem Nachbarn und sag, Mensch, hilf mir, dass das Feuer brennen bleibt. Oder wenn dir das Holz ausgegangen ist, dann geh und frag, ob wieder jemand nachlegen kann. Leute, wir brauchen das Feuer Gottes und wir müssen nachlegen. Wenn wir nicht nachlegen, geht es aus. Das ist im Natürlichen so. Wenn du grillst und du denkst nicht an das Feuer, geht's aus und dann kannst du dein Fleisch vergessen. Wir brauchen das Feuer Gottes, das Nachlegen. Leg nach. Lasst uns neu das Feuer Gottes heute empfangen. Und ich möchte euch ermutigen, ganz neu eine Entscheidung zu treffen. Oder vielleicht da, wo du auch ein ungutes Gefühl dem Heiligen Geist gegenüber hast, bring's ans Kreuz.